Willkommen zurück zu unserem Myrano-Let's Play, die ewige Marder, weiterhin aus dem Wohnzimmer von Frank und Babsi. Babsi und Frank, Entschuldigung. Ihr Haus. Babsi, in dem wo auch Frank wohnt. Gut, und Hannes ist weiterhin als Gast damit dabei, Anselm, Steff, ich bin Mayri und bin hier die Spielleiterin, Meisterin, wie auch immer. Und ihr habt gerade einen Magier, der als solcher eigentlich nicht zu erkennen ist, mit Wasser übergossen, was er gar nicht so negativ findet, offensichtlich. Naja, er findet alles gut, was ich mache. Bisher. Neuer bester Kumpel. Ja. Auf jeden Fall sitzt er da, ist durchschnittlich großer Mensch, weder dick noch dünn. Auf eine leicht verschwommene Art gut aussehend, im Sinne von, der nimmt viel mit im Leben und hat an vielem Spaß. Etwas lockiges, braunes Haar, schiefes Grinsen und eine offensichtlich mechanische Hand, die aus dem Ärmel herausragt. Kenne ich nicht, ist aber interessant. Kenne ich nicht, ist aber sympathisch. Ein Fremder ist nur ein Freund, mit dem er noch nichts getrunken hat. Sehr gut, das können wir ändern. Wirt, zwei Bier. Wollt ihr auch was? Drei. Du auch? Ich nehme ein Bier. Bier für alle. Schicke Hand. Sie? Ja, mich mal. Selbst gemacht? Ja. Und das mit einer anderen Hand? Nicht schlecht. Zugegeben, ich hatte ein bisschen Hilfe von jemandem, der genügend Hände hatte. Ah. Sie hat viele Hände. Ach. Ach, manchmal könnte ich auch noch zwei mehr haben. Irgendwie fehlt immer eine. Also, mir reichen meine beiden. Hauptsache, man kann den Speer halten. Es kommt immer drauf an, was man machen will. Ja. Ja, weiß ich. Wir haben hier ein kaputtes Ding. Und du kannst, es wurde gesagt, du könntest uns helfen. Ich schiebe ihm die Brille rüber. Oh. Sie. Jetzt frag nicht, ob wir genug Rohmaterial haben. Weil? Weil wir es nicht haben. Na dann, leg ich die Brille wieder hin. Ja, wie viel bräuchten wir denn von diesem Material, dass wir... Und dessen Namen ich nur schwer mit meiner Zunge aussprechen kann. Brimborium. Ich muss sämtliche von den Linsen dann gleichzeitig wieder gemeinsam verzaubern, damit sie funktionieren. Das heißt, ich müsste alle ersetzen und das heißt, ich brauche ungefähr einen halben Stein Optrolit erster Güte. Optrolit war's. Ha. Geht doch. Funktioniert doch. Was kostet das? Kein Strin. Wo kriegt man das her? Da eigentlich ein doofes Wort, wenn kein Strin ist. Bei einem lizenzierten Händler kriegt man das her. Oder bei einem nicht lizenzierten, der dann aber einen Gefahrenaufschlag verlangt. Was kostet das ohne Gefahrenaufschlag? Geld. Aha. Muss man, glaube ich, schon einen ordentlichen Batzen Gold auf den Tisch legen. Ich mache normalerweise nicht so viel Sorgen darum. Hat hier irgendjemand Gold? Ich nicht. Es sind tatsächlich einige goldene Teile in mir verbaut, zugegeben. Oh! Aber brauchst du die alle? Ja. Ich insofern war das natürlich eine vollkommen nutzlose Antwort, aber... Was? Wann kommt das Bier? Wann kommt das Bier? Gute Frage. Gleich, wir zapfen noch. Also... Nee, ich hab nichts gesagt. Gewisse Mengen an Gold habe ich dabei. Aber meine Reisekasse ist nicht unerschöpflich. Ha! Ich wusste auch, du hast einen Nutzen. Das Bier wird gebracht. Ja, das nimmt eins. Ja, was machen wir jetzt? Du bekommst auch ein Bier in die Hand gedrückt. Dankeschön. Ich bin aber vorsichtig damit. Ja. Weil dann komme ich ein bisschen durcheinander. Mit der Farbe. Also ich lippe nur vorsichtig drin. So, ja, was machen wir jetzt? Wir haben kein Gold. Wir machen das gleiche wie immer. Also reparier uns das Ding mit dem Rohmaterial und wir fliegen dich, wohin du willst, oder bringen dir, was auch immer du willst, oder wen auch immer du willst, oder... Tyrachos, was unser Freund hier so eloquent versucht zu sagen, ist, wir würden das Optrolit beschaffen. Was heißt hier Bier? Was hättet ihr eigentlich? Ja. Ja, aber gut. Ja. Also, wir würden Optrolit beschaffen, du sagst uns wo. Oder Ahnung hast. Und ja, wir stellen diese kaputte Brille damit gemeinsam wieder her. Klingt gut. Seit wann kannst du Brillen wieder bauen? Ach.
Du meinst sie. Das ist der Vogelmensch. Ja, ja. Die Linsen kann ich schon schleifen. Oh, das wäre natürlich sehr praktisch. Ich habe festgestellt, dass mit 4 Händen kriegt man das sehr viel sauberer hin als nur mit 2. Außerdem habe ich nicht mehr so gutes Gefühl hier in den Fingerspitzen. Mhm. Können wir das an Bord machen? An Bord von was? Aber die Zauber würden mich ja schon interessieren. An Bord von kann man eine, zwei Hände waschen wie andere. Genau. So. Wir schauen, dass wir etwas mehr Hände waschen Rohstoffe zwei oder so. Wir schauen, dass wir etwas mehr Rohstoffe beschaffen können. Immer der Reihe nach. Ich bin erstmal beim ersten Gegenbier. Wir könnten uns ja nicht mal die einfachen Rohstoffe, wie sollen wir noch mehr Rohstoffe besorgen? Was heißt eigentlich wir? Er weiß, wo man Obtrilit herbekommt, was man gegen Nicht-Gold-Tauschhandel auch bekommen kann. Ah, verstehe. Ja? Ja. Weiß ich das? Du hast gesagt, du kümmerst dich um diese Sachen nicht besonders und du brauchst deine Rohstoffe für deine Basteleien doch. Ach so, nein, normalerweise deckt meine Familie die Kosten für meine Rohstoffe, deswegen kümmere ich mich da nicht drum. Ja, aber du hast ja wohl deine Leute, zu denen du gehst. Es gibt sie. Weißt du, Dinge tendieren einfach dazu, in meiner Werkstatt bei dir aufzutauchen. Ja. Wenn ich sie brauche, sage ich das jemandem und irgendwann ist es da. Irgendwann? Ja. Klingt nicht sehr effektiv. Also wenn ich in meiner Werkstatt bin, es hat bisher noch nicht funktioniert, dass ich einfach irgendwo bin und sage, ich brauche das und das und dann bekomme ich es. Also ist die hier die Werkstatt? Nein. Aber also hier in der Kneipe funktioniert der Klaus. Wo ist die Werkstatt? Ja. Ganz im Norden. Also hier in der Stadt. Was? Quatsch, nein. Von Xaxaron. Oh. Wie weit ist das? Womit? Wie viele Meilen ist das entfernt? 2 Stück. Ah, doch so, ja. Nördliches Xaxaron. Kapitänin, wie lange brauchen wir da hin? Hängt davon ab, welche Route wir nehmen, wie sehr wir uns in Acht nehmen müssen vor Verfolgern. Falls gar nicht die kürzeste. 3 bis 4 Tage. Mit Glück, ja. Habt ihr ein Schiff? Ja. Das wäre sicher ein total guter Plan, wenn ich Lust hätte, bei meiner Familie vorbeizuschauen. Habe ich aber nicht. Habt ihr in diesem Land eigentlich alle Probleme mit euren Lehrlingen und Familienmitgliedern? Und ich habe keine Lehrlinge. Ich nicht. Ich mag meine Familie. Ich habe deine Familie noch nie gesehen. Ja, weil sie so gut tarnen kann. Sind sie die ganze Zeit dabei? Ja. Weißt du, manche Shingma können die Farbe ändern. Es gibt auch Shingma, die ändern die Form. Pass auf, wo du dich hinsetzt. Ich würde das merken, wenn ich mich auf einen Shingma setze. Das schreit dann. Was heißt denn das? Naja, dass sie klein sind. Also. Ich glaube. Ja, und gerade. Ja. Das letzte, auf das ich mich gesetzt habe, war nicht sonderlich erbaut darüber. Ja, das stimmt. Also, wir einigen uns darauf, wenn ihr Obtrilit vorbeibringt, repariere ich euch die Brille. Wenn ihr sie vorbeibringt, reparieren wir zusammen die Brille. Okay. Machen wir. Wenn du verstehst, was ich meine. Und 6 Paar Hände sind besser als 1. Ja, genau. Da waren wir. 3 so. Paar Hände. 4. Und wo kriegt man das Zeug her? Also wenn man nicht eine Familie hat, die das heranschafft? Ihr stützt das Kind mit seiner mechanischen Hand. Es gibt Leute, die dürfen damit handeln. 1. Aber sie verkaufen die Gütequalität, die ich brauche, eigentlich nur an die Taramnos oder halt manchmal an die Koran. Ja, wir haben ja eh festgestellt, dass wir nicht genug Gold haben, um das. Was ist mit den Leuten, die damit nicht handeln dürfen? Naja, es ist relativ selten, dass die ebenfalls diese Gütequalität haben, denn die wird mit unter schwer bewachten Konvois transportiert. Und es ist sehr selten, dass jemand schafft, da was zu stehlen. Das macht dann sogar tatsächlich die Runde im ganzen Urasiat, in der ganzen Magokratie. Als vor 1,5 Jahren oder so hat ein Rinchina-Pirat, ein Luftschiff-Pirat, einmal einen ganzen Konvoi ausgeraubt. Schon. Ja. Da kann man sehr schnell berühmt werden. Die Minen, die sind natürlich auch schwer bewacht. Das ist, denke ich, genauso schwierig, nur unterirdisch und nicht in der Luft. Wir wollen nicht, dass du uns sagst, wo wir das Zeug nicht herkriegen.
Hat irgendjemand hier etwas dazu zu sagen, wo ich, wir das... Ich habe euch gesagt, wo es die Sachen wenigstens gibt. Ich kann ja noch eine Menge Orte nennen, wo ihr es nicht herbekommt, weil ja, es nicht mal vorhanden ja nicht. Ist. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr euch ja auch mit Bergbau aus und dann könnt ihr irgendwo in ein Tal gehen und sagen, hier könnte eine Ader sein und in 2 Jahren sehen wir uns wieder. Ja, man haut mit einer Hacke auf Felsen. Ja, genau so funktioniert das, nicht wahr? Genau. Und dann kommt da das fertige Metall oder der fertige Stein raus. Also ist es hier gerade schon sarkastischer geworden? So um 2-3 Grad? Man könnte davon ausgehen, ich finde am besten die Leute, die tapfer in einem Bronzebergwerk arbeiten. Intellektniveau. Vielleicht irgendwas aus Obtrinit, was die richtige Größe hat? Vielleicht. Also möglicherweise gibt es ein paar... Geht's noch? Möglicherweise gibt es ein paar Artefakte, aber die sind schon verzaubert. Das macht's nicht einfacher. Kann man die nicht entzaubern und dann wieder verzaubern? Ich sagte, das macht's nicht einfacher. Wir haben einen Vogelexperten. Kann man den Vogel nicht einfach so suchen? Ich glaube, das ist schwierig, eine Schwalbe unter vielen zu finden. Das können die. Danke fürs Bier. Ich muss pissen. Er steht auf und geht wieder in Richtung seines Schlafplatzes. Ja, geh dahin. Da. Ist da mal ein Fenster drin? Ja. Ein großes? Also, hier ist mein Plan. Wir suchen irgendjemanden, der das Zeug nicht verkaufen kann, und sagen wir, hey, wir haben diesen Ring. Wir geben dir diesen Ring für was auch immer wir brauchen. Eine halbe Tonne oder wie viel auch immer das war. Stein. Und Vertrauen drauf. Ich habe das mit dem Ring nicht so ganz verstanden, eben mit dem, was da vorgelesen wurde, aber ich glaube, dass den Ring zu benutzen doch jetzt keine gute Idee war. Ja, oder? Wir geben denn das Tausch. Ja, aber selbst. Wenn irgendjemand verbotenerweise mit irgendwas handelt, wird er mit diesem Ring doch viel lieber handeln, oder nicht? Karana neigt sich vor über ihr Bier. Vielleicht sollten wir das mit dem Illegalen und dem Ring nicht ständig hier durch den Raum posaunen. Ist nur so ein Gedanke. Was in dem Wirtshaus bleibt. Ist in einem Wirtshaus. Das ist eine in den meisten Fällen zutreffende Aussage, das stimmt, ja. Ja. Wir sind so tot. Wir machen nur Scherze. Die wenigen restlichen Gäste, die eigentlich nur für ihr Mittagessen einnehmen, versuchen so zu tun, als würden sie euch nicht wahrnehmen. Es ist sogar. Wir sind ja auch total. Es kann es sogar schon strafbar, wenn man nur hört, dass Leute über solche Dinge reden. Also wir nehmen entweder wir nehmen dieses Bergwerk aus, okay. Oder wir gehen irgendwo hin, wo man das Zeug kaufen darf und nehmen den aus. Brauchen entsprechende Mengen, mit denen wir bezahlen. Was wir nicht haben. Aber wir könnten natürlich diesen Ring jemandem geben, auf den die Beschreibung nicht passt, und dann befiehlt er einfach allem und jedem, dass wir das Zeug kriegen. Der Ring ist aber nicht magisch, oder? Ich hoffe nicht, der ist an meinem Finger. Also sprich... Ich kriege ihn auch nicht mehr runter. Ich müsste ziehen. Ach so. Das muss also schwierig, ihn jemand anders zu geben, oder? Hast du es bisher immer mit Drücken versucht, der weiß. Ihn runterzukriegen. Kriegen wir hin. Ja, nein, also was machen wir... Also, Wir können es uns nicht kaufen. Wir haben einfach nicht das Gold dafür. Wir haben einen Ring und ein Luftschiff. Ja. Ja gut, wir haben vielleicht sollten wir ihn doch überreden, zu seiner Familie zu gehen. Und wenn man ihm genug Bier oder was auch immer verspricht. Wir müssen irgendwo hinbringen. Wir müssen immer irgendwo hinbringen. Irgendwo abholen. Können wir nicht dieses range verfluchte Zeug einfach irgendwo auf der Straße finden? Nicht auf der Straße, aber unter Bergen meistens. Im Bergwerk. Vielleicht sollten wir tatsächlich versuchen, da was zu arrangieren. Oder, man mischt sich jetzt Quinion ein, wir vergessen das mit der Brille, fliegen da hoch und fangen alle Schwalben. Sind nur so, wie viel? 20.000? 30.000? Das ist der beste Vorschlag, den ich bisher gehört habe. Das klingt einfacher als dies und das zu besorgen. Rocken die gesamte Bevölkerung aus und dann wissen wir wenigstens, was mit der Magokratin passiert ist. Wir nämlich. Wir also haben ihr. Gegessen. Ja. Magokratin, was? Esquenion. Ups, hab ich Magokratin gesagt. Was? Deine Begleiter verstehen keinen Sarkasmus. Sie verstehen eine Menge nicht, das stimmt schon. Wie Magokratin? Danke, dass du all unsere Geheimnisse in diesem Wirtshaus ausplauderst. Aber eben wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Aber eben noch groß tönen, ja, ja. Nämlich okay. Jemand, Moment, grobschlächtiges mit einem roten Bart, häufig mit einer Vogelpfeife bewaffnet. Bewaffnet? Er hat das geschrieben.
Jemand, der weiß, dass eine Vogelpfeife durch ein tödliches Instrument sein kann in den falschen Händen. Dann erklärt uns, weiß, wer die Mittel hat. Magokratin? Wer? Die Kirche von der Katze. Meinst du, aber man könnte es versuchen. Welche Kirche? Welche Katze? Welche Mittel? Wieso Magokratin? Das würde ich auch vergiss die Magokratin, das hat nichts damit zu tun. Aber es klingt nach einer großen Aufgabe. Das Ganze so, als wäre es gerade ein Sportereignis. Aber das klingt nach einer großen Aufgabe. Eine Magokratin? Es ist so. Es ist eher eine nervige Aufgabe. Hat die Magokratin nicht vielleicht auch auf Chilis irgendwie zu Hause rumliegen? Die Magokratin ist geflohen als Schwalbe vor einer anderen mit drei Augen, die wir da hingebracht haben, aus Versehen, weil wir nicht wussten, wie auch immer. Auf jeden Fall sitzt jetzt auf dem Thron jemand anderes, der da nicht hingehört. Karanin denkt sich so, wir proben ein Theaterstück. Und böse ist, das ist die Wahrheit. Es sitzt jemand auf einem Thron, der da nicht hingehört? Ja. Dagegen muss vorgegangen werden. Ja, deswegen brauchen wir dieses halbe Dutzend Pfund. Stein. Bronze. Hat die Magokratin vielleicht irgendwelche einflussreichen Freunde, die man fragen könnte? Nein, sie ist eine Schwalbe. Ich glaube nicht, dass sie im Moment... Naja, im Moment nicht, aber... Von früher oder so. Ja, aber die glauben uns das doch nicht. Sie? Keine Ahnung. Wir haben nur diesen Ring, mit dem hat das immer funktioniert, aber jetzt gibt es diese Flugblätter. Mit dem ich jetzt nicht mehr. Wir sind also jetzt im ganzen Land gesucht. Das ist tatsächlich wahr, was der erzählt. Also, ich war nicht dabei, aber inzwischen haben sie es so oft erzählt, dass ich es auch glaube. Das ist ein ungewöhnliches Phänomen, das man vielleicht genauer untersuchen sollte. Ja. Möglicherweise gibt es ein Mittel dagegen. Aber ich glaube schon, dass es so passiert ist, weil viele Hinweise oder. Ansonsten begehe ich zurzeit einen richtig, richtig großen Fehler. Sie, willkommen in meiner Welt. Können wir aufhören, darüber nachzudenken, ob wir Fehler begehen und das einfach weiter so machen? Kann man ja aus den Resten von der Brille nochmal eine ähnliche bauen, die kleiner ist. Dann ein Monokel. Vielleicht wird das ja reichen. Möglicherweise könnte diese Frage Tyriarchus beantworten, aber der ist vom Klo noch nicht wiedergekommen. Ja, das ist richtig. Ist die Frage, ob, die Frage ist, ob der überhaupt nochmal wiederkommt. Also, wir nehmen jetzt alle mit und auch den auf dem Klo, gehen auf an Bord unseres Schiffes und machen einen Schlachtplan. Genau. Sie. Da sind auch nicht so viele Leute. Ihr habt ein Schiff und ihr geht auf das Schiff, um eine Magokratin. Da sind auf dem Schiff Schwalbe. Auf dem Schiff sind schlaue das Leute. Das klingt nach einer guten Aufgabe. Hey, und was bin ich? Wie gesagt, das ist eher eine nervige Aufgabe. Ich habe nicht gesagt, dass hier keine schlauen Leute sind. Ich bin immerhin auch hier, aber auf dem Schiff sind auch schlaue Leute. Die haben vielleicht auch spannend. Was zu sagen. Es könnte eine Aufgabe sein, über die man hinterher Lieder singt. Das könnte durchaus sein. Aber du weißt gar nicht, was da für ein Schwalbenschwanz dranhängt. Das macht nichts. Wäre es keine ehrenhafte Aufgabe, wäre ich nicht so versessen darauf, sie zu Ende zu führen. Das wohl, weiß Wafnir. Jetzt hol den Mann vom Klo. Das ist ein guter Stichpunkt, um eine Pause zu machen. Hol den Mann vom Klo.